Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal aus ganz anderer Umgebung. Wir sind nämlich heute zum Schloss Sigmaringen gefahren und toller Schloss Sigmaringen und schauen uns das unter anderem an. Und wie ihr seht, stehe ich gerade schon im Schlosshof. Da ist der Eingang. Und ich weiß nicht, ob und wie viel ich da vielleicht fotografieren oder filmen kann. Ich werde mein Bestes tun, euch da ein bisschen mitzunehmen und euch dieses wunderschöne Schloss zu zeigen.
gerade nochmal die Broschüre von dem Schloss Sigmaringen angeguckt, wo ich euch ja mitgenommen habe. Und das ist wirklich ein schönes, schönes Schloss, wenn ihr mal in der Nähe von Sigmaringen an der Donau seid. Dann schaut euch das Schloss unbedingt mal an. Eintrittspreis ist jetzt nicht so günstig mit 14 Euro pro Person, aber es ist auf jeden Fall wert. Wir haben ja keine geführte Tour gemacht, sondern eine Audiotour. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut gemacht. Und für uns war es das erste Mal, dass wir quasi so richtig uns ins Getümmel gestürzt haben nach Covid, wobei Covid ist ja immer noch da, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir waren das erste Mal so richtig unter vielen Leuten und es war trotzdem immer so ein bisschen Abstand, haben die Leute auch von sich aus meistens gehalten. Also es ging ganz gut und ich finde, diese Audiotour war auch echt gut gemacht. Man kann verschiedene Sprachen wählen, habe ich hier in dem Broschürchen auch gelesen. Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch und Russisch. Also es war ein echt schöner, ich würde sagen, Halbtagesausflug. Wir sind wirklich nur dahin gefahren und haben uns das Schloss angeguckt. Eigentlich wollten wir noch was in der Nähe mit angucken, aber das wäre dann zu zeitintensiv gewesen. Das machen wir dann ein andermal. Ich sitze hier gerade am Laptop und fange an, das Video zu schneiden, das ich gerade eben gefilmt habe und das ihr dann hoffentlich diese Woche schon gesehen habt. Das ist nämlich das Video für Mittwoch. Aber was ich euch zeigen wollte, ist, ich habe heute Morgen mal die neue oder eine der neuen Donuts-Farben ausprobiert, die ich euch in meinem letzten Vlog gezeigt habe. Und ich bin echt verliebt. Ich bin wirklich verliebt. Das ist bislang die schönste Donuts-Maniküre, die ich hatte. Und zwar ist das die hier. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht so richtig erkennen können. Das ist Marshmallow. Ich blende euch auch ein Bildchen ein. Ich habe mich jetzt heute extra mal auf die andere Seite hier vom Tisch gesetzt. Mit der, naja, mehr oder weniger weißen Wand im Hintergrund und trotzdem wird es immer dunkel. Also muss es dann doch am Handy liegen. Also es ist eine richtig schöne Nude-Rosé-Farbe, offensichtlich recht transparent, mit ganz vielen hauchfeinen Glitterpartikeln. Das werdet ihr auf dem Foto erkennen. Und als ich die so fertig hatte, habe ich gedacht, das ist die perfekte Farbe für Bräute. Also wenn ihr noch dieses Jahr heiraten solltet oder meinetwegen auch nächstes Jahr, das ist eine perfekte Farbe für eine Brautmaniküre. Natürlich auch, wenn ihr gerne French tragt oder natürlich aussehende Nägel tragt. Also ich bin wirklich schwer begeistert von Marshmallow. Das wollte ich euch zeigen. Jetzt muss ich aber mein Video weiter bearbeiten, damit das noch was wird. Und wir sehen uns dann demnächst. Hallihallo, ich melde mich mal wieder aus dem Auto, bin gerade in Richtung meiner Eltern unterwegs, denen ein bisschen was in den Kühlschrank legen, weil die jetzt aus dem Urlaub zurückkommen, damit sie nicht selber noch einkaufen gehen müssen. Vorher habe ich gesagt, ich mache das, ich lege euch was in den Kühlschrank. Das heißt, ich bin gerade auf dem Weg bei denen im Ort zum Einkaufen, aber ich musste gerade erstmal an den Rand fahren. Ich habe immer noch das Problem, dass mir die Stimme immer weggeht. Ich musste erstmal an den Rand fahren, weil ich mich gerade so freue. Ich war gerade eben einen Ort weiter bei einer netten Dame und habe dort, wie soll ich es nennen, einen richtigen Schnapper abgeholt, den ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Ich hatte das schon relativ lange in Beobachtung und habe gedacht, okay, wenn ich das nächste Mal hier in die Richtung fahre, dann
melde ich mich und frage, ob das noch da ist, weil das, wie gesagt, schon relativ lange online war. Und es war noch da und jetzt habe ich es gerade abgeholt und ich freue mich total. Habe ich hinten im Kofferraum und ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Das sage ich euch aber nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, weil dann zeige ich euch das auch. Aber ich bin gerade total happy. Total happy, dass ich das bekommen habe. Und jetzt fahre ich erstmal einkaufen, lege meinen Eltern die Sachen in den Kühlschrank und auf dem Weg nach Hause muss ich noch, wo muss ich noch vorbei? Beim Baumarkt muss ich noch vorbei. Noch ein bisschen Fliesenkleber kaufen, weil mein Mann da noch was machen muss. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann zeige ich euch, was ich da hinten jetzt im Kofferraum mit mir rumfahre. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich. Und jetzt fahre ich einkaufen. So, ich bin wieder zu Hause. Zum Glück, weil ich in den letzten 3 Stunden ungefähr 2,5 Stunden nur im Auto gesessen habe, was an sich nicht schlimm ist, weil ich ganz gerne Auto fahre. Aber meine Klimaanlage funktioniert gerade nicht. Die wird wahrscheinlich leer sein. Aber ich habe zum Glück übernächste Woche einen Termin bei der Werkstatt und dann werde ich wieder aufgefüllt. Mit dem Gebläse geht es zwar eigentlich, weil da ganz gut Kaltluft rauskommt, aber so 2,5 Stunden durch die Sonne fahren muss nicht unbedingt sein. Aber was ich euch zeigen wollte, ist das, worüber ich vorhin schon gesprochen habe. Das, was ich bei eBay Kleinanzeigen entdeckt habe. Und ich hatte mir, es sind 2 Teile, ich hatte mir das aufgrund der Bilder etwas kompakter vorgestellt, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich diese 2 Sachen gescored habe sozusagen und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal und das ist relativ schwer und zwar ist das eine super, super schwere, schöne Bodenvase, die farblich perfekt hier ins Esszimmer passt. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, das ist so ein gräuliches Türkis mit bräunlichen Ringeln und in unserem Teppich, den wir hier haben, ist exakt dieselbe Farbe drin und das passt wunder, wunderbar. Die ist wirklich richtig schwer. So, und das zweite wird trotzdem dunkel, auch wenn ich hier sitze, ne? Egal. Ist diese Bodenvase. Ist die nicht toll? Die ist wesentlich leichter wie die andere, auch wenn sie schwerer aussieht. Ich finde die total toll. Und auch die passt aufgrund ihrer Farbgebung richtig schön hier ins Esszimmer, weil wir auch diese Farben im Teppich haben. Ich würde die Vasen jetzt nicht zwangsläufig direkt nebeneinander stellen, aber ich finde die total schön. Also wie gesagt, ich hatte sie mir kompakter vorgestellt. Es waren zwar Höhenangaben drin und Bilder, aber ich habe gedacht, bei der hier zum Beispiel das Bauchige wäre niedriger. Also die kann ich mit Sicherheit nicht auf den Tisch stellen, wie ich dachte, dass ich das eventuell machen kann. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich die dann dekoriere, ob ich das saisonal mache, so mit Gräsern und solchen Sachen, oder ob ich die einfach nur mal dekorativ erstmal so stehen lasse. Und ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, dass die Frau, die die verschenkt hat, sie wirklich verschenkt. Gott, da ist gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Muss mal eben gucken gehen, ob es dem gut geht. Da habe ich mich jetzt richtig erschreckt. Hier von wo ich hier sitze, kann ich durchs Esszimmerfenster bis zum Wintergarten gucken. Und ich habe aus dem Augenwinkel genau gesehen, wie der gegen die Scheibe geflogen und wieder abgeprallt ist. Aber weit und breit kein Vogel zu sehen. Dann hoffe ich mal, dass er sich nicht verletzt hat. Weil bei uns leider öfter mal Vögel gegen den Wintergarten oder
unser Vordach fliegen. Wir haben so ein Glasvordach mit einem Glasseitenteil und da fliegen öfter mal Vögel vor und überleben es dann leider nicht und liegen dann tot vor der Haustür. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, die Vasen. Ja, ich konnte es gar nicht fassen, dass die Frau diese Vasen verschenkt und hat gesagt, und die wollen sie wirklich abgeben. Und dann sagte sie, ja, die gehörten ihrer Mutter, die im letzten Jahr verstorben ist. Und sie hat einfach keinen Platz dafür und freut sich, wenn das in gute Hände kommt. Und ich denke mal, bei mir sind diese Vasen in guten Händen. Und ich freue mich echt. Ich finde die total schön. Ich bin ja momentan so ein bisschen auf dem, ich will jetzt nicht sagen, Rustikal-Trip. Ich meine, unsere Einrichtung ist sehr hell. Wir haben viel helles Holz. Zwar unterschiedliches Holz, aber sieht sich sehr ähnlich. Also wenn man nicht weiß, dass es unterschiedliches Holz ist, würde man das wahrscheinlich auch nicht erkennen. Aber mir fehlt so ein bisschen, ich will nicht sagen Gemütlichkeit. Gemütlich finde ich es zu Hause auf jeden Fall. Mir fehlt auf jeden Fall das Wort. Mehr Persönlichkeit. Nicht, dass das jetzt hier unpersönlich wäre, das hat ja alles meinen Touch zumindest, mein Mann ist da ja außen vor, aber mehr so ein bisschen Individualität, so auch Sachen, die einfach nicht jeder hat, so Einzelstücke. Ich habe ja neulich zu meinem Mann gesagt, wenn ich könnte, da hatte ich mit einer Freundin drüber gesprochen, wenn ich könnte, oder wenn wir hier nochmal bei Null anfangen oder renovieren oder was auch immer, würde ich gerne mehr so antike Sachen hier reinstellen. So ein bisschen Antiquitäten, gemixt schon mit nicht modernen Sachen, aber so mit zeitlosen Sachen. Das gibt bestimmt eine richtig schöne Mischung. Und ich bin ja immer noch total stolz auf meinen Hocker, den ich euch letztes Jahr gezeigt habe. Ob das war ein Fund auf eBay Kleinanzeigen, auch der wurde verschenkt. Da hatte ich auch in einem Vlog den dann aufgehübscht. Wenn ich den Vlog noch finde, verlinke ich euch das. Ansonsten, ich zeige euch den einfach mal eben, oder? Soll ich euch den mal kurz zeigen? Falls ihr neu auf dem Kanal seid und nicht wisst, wovon ich spreche. Ich mache ja ganz gerne auch mal so DIY-Sachen. Ich zeige euch den Hocker mal eben. Das ist der Hocker, von dem ich gesprochen habe. Den habe ich letztes Jahr im Oktober, glaube ich, war es, auf eBay Kleinanzeigen gefunden und das ist tatsächlich ein ganz normaler IKEA-Hocker, den diejenige, die den verschenkt hat, jahrelang draußen auf dem Balkon stehen hatte und ich habe den dann einmal komplett von Hand abgeschliffen und mehrfach geölt, damit auch diese schöne Struktur wieder rauskommt. Ich finde den total klasse. Der steht jetzt mittlerweile hier in der Küche hinter der Tür und den benutze ich dann, wenn ich zum Beispiel hier oben an die Hochschränke muss, in die oberen Regale oder da was sauber mache oder auf dem Kühlschrank mal abwische. Da kommt dann der Hocker zum Einsatz und ich bin richtig happy, dass ich den habe. Es ist zwar ein IKEA-Hocker, also Massenware, aber dadurch, dass der so verwittert ist, weil die Frau den auf dem Balkon stehen hatte und ich den dann schön wieder aufpoliert habe, ist das doch eher so individuell. Und das meine ich. Es hat einfach nicht jeder, es kann zwar ein Massenprodukt sein, aber es hat einfach nicht jeder in der Art und Weise. Und da bin ich total happy. Und das sind solche Funde auf eBay Kleinanzeigen, über die ich mich total freue. Ich habe die Tage auch schon mal was anderes gesehen, das ich sehr gerne gehabt hätte. Das war ein Möbelstück, das ich richtig schön hätte DIY-mäßig aufhübschen können. Aber es wäre was für draußen gewesen. Das ist schon wieder ein Vogel. Aber der ist vorbeigeflogen. Aber es wäre was für draußen gewesen. Und an der Stelle, wo ich das gerne sehen würde, steht was anderes. Das mit Sicherheit die nächsten Jahre nicht reichen wird. Insofern musste ich das leider wieder gehen lassen. Es ist noch online, aber es geht mir auch eigentlich nicht aus dem Kopf. Aber im Moment weiß ich echt nicht, wohin damit. Naja, so ist es halt. Aber
aber ich halte weiter die Augen auf und hoffe, dass ich auch in Zukunft noch ein paar hübsche Sachen auf eBay Kleinanzeigen finde. Und ich finde es halt immer ganz toll, wenn die Sachen verschenkt werden. Habe ich ja auch letztes Jahr vor allem gemacht. Immer Sachen, die ich aussortiert habe, verschenkt. Ganz wenige Sachen habe ich verkauft, weil die tatsächlich noch einen gewissen Wert hatten. Aber ich finde es auch immer ganz schön, wenn ich weiß, das findet noch wieder eine Verwendung und hat irgendwo anders noch ein zweites Leben. Und das finde ich ganz toll. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen, bloß weil man es nicht mehr haben will. Und manche Sachen will dann halt keiner haben. Die landen dann einfach auf dem Müll. Ja, ist einfach so, aber ich freue mich über meine Bodenvasen. Und jetzt habe ich hier noch einiges zu tun, was ich heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, nicht mehr geschafft habe. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich mit diesen Bodenvasen so ein bisschen rumspielen und gucken, wo hier so im Esszimmer oder auch im Haus generell der beste Platz dafür ist. Und da freue ich mich schon drauf. Also, wir sehen uns. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Bevor ich diesen Vlog beende, möchte ich euch nicht vorenthalten, was mich heute noch per Post erreicht hat. Und das finde ich eine richtig spannende Sache. Und zwar habe ich Post bekommen von Mellow Noir. Wenn ihr eifrige Zuschauer der Sendung Höhle der Löwen seid, dann wird euch der Name vielleicht was sagen. Das ist zertifizierte Naturkosmetik auf Basis bzw. mit Kaffeeöl. Und das finde ich total interessant. Und auch das hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist schon sehr elegant, in Roségold geprägt, Mellow Noir, pur, clean, hochwirksam. Wir denken und überdenken, wir entwickeln und reflektieren, wir erforschen und erproben, bis Herz und Verstand zufrieden sind. So können wir die Wertschätzung und Achtsamkeit zu unserer Natur in einer luxuriösen, ganzheitlichen Naturkosmetik vereinen. Und ich darf ein paar Produkte von Mellow Noir testen. Und zwar, ich habe es natürlich schon mal aufgemacht, weil ich neugierig war, ist das Set Trockene Haut Essentials. Und ich sage euch auch, aus was das besteht. Hier steht auch nochmal zertifizierte Naturkosmetik mit wertvollem Kaffeeöl, dem Upcycling-Trendwirkstoff. Ein Produkt, ein Baum. Du kaufst, wir spenden für Luxus mit gutem Gewissen. Ja, Umwandlung und Veredelung von Reststoffen in neuwertige Stoffe. Ich sage auch gleich nochmal was zu den Produkten. Ich habe mir extra meinen Laptop hier hingestellt, um euch das auch vorzulesen, damit ich nichts Falsches erzähle. Auf dem Handy kann ich es nicht machen, weil ich damit ja gerade filme. Also dieses Set Trockene Haut Essentials besteht aus dem Facial Moisturizer 24 Stunden Pflege Pure and Clean mit Kaffeeöl. Und das ist doch, also Packaging-mäßig ist das doch echt der Knaller, oder? Sieht sehr luxuriös aus. Feuchtigkeitsspendendes Tages- und Nachtfluid pflegt die Haut über 24 Stunden und versorgt sie intensiv mit langanhaltender Feuchtigkeit. Trägt zum Schutz der Haut vor Stressfaktoren und schädlichen Umwelteinflüssen bei. Die reichhaltige und dennoch leichte Textur zieht schnell ein, ohne Glanz. Perfekte Make-up-Basis. Achso, und stört euch nicht daran, wie meine Haare inzwischen aussehen. Die habe ich in der Zwischenzeit gewaschen und die trocknen einfach mal so vor sich hin. Also, es geht ja hier rum. Ja, finde ich sehr interessant. Muss ich mal gucken. Zu einem Pumpspender kommt das. Ich lese euch das, wie gesagt, auch gleich nochmal vor. Und das zweite Produkt in diesem Trockene Haut Essentials, da ist sogar ein Quality-Siegel drauf, ist der Concentrated Booster, sofort straffend. Da stehen jetzt nur die Inhaltsstoffe drauf, aber ist auch süß, ne? Eine Pipette drin. So, ich lese euch das vor.
Also das besteht aus dem Facial Moisturizer und dem Concentrated Booster mit aktivem Kaffeeöl, Ectoin, Kirschblütenextrakt und Hyaluronsäure. Finde ich total spannend. Und dann scroll ich mal runter. Übrigens, es ist, wie gesagt, zertifizierte Naturkosmetik, vegan, ohne Tierversuche selbstverständlich, ohne Mikroplastik, Nanopartikel, Parabene, Mineralöle, Silikone, synthetische Duftstoffe, Aluminium und Ethanol. Wunderbar. Und es ist klimaneutral. So, zum Kaffeeöl. Und das finde ich echt spannend. Ich hatte da ja Kontakt mit Julian, dem Gründer im Prinzip dieser Kosmetiklinie. Und zum Kaffeeöl steht da Kaffeeöl, der Wachmacher für deine Haut. Ich mag ja, ich liebe Kaffee. Ich trinke den ganzen Tag Kaffee, wenn ich kann. Aber kann ich nicht. Die kraftvolle Essenz des Kaffees steckt voller wertvoller Fettsäuren und Antioxidantien. Seine Fettsäuren stärken die natürliche Hautbarriere und helfen deiner Haut, Feuchtigkeit zu bewahren. Kaffeeöl mindert den oxidativen Stress deiner Haut. Zugleich stimuliert es die körpereigene Kollagensynthese. Das wird bestimmt total super zusammen mit meiner LED-Maske. Und unterstützt den Schutz deines Kollagens. So kann es deiner Haut neue Spannkraft verleihen und unterstützt sie zusätzlich bei der schnelleren Regeneration. Ein echter Wachmacher für deine Haut. Ich finde es total klasse. Ectoin ist übrigens ein hochwirksames Stressschutzmolekül, hat mir bis dato nichts gesagt. Und Kirschblütenextrakt, gewonnen aus frischen Kirschblüten der Provence, unterstützt und regeneriert die Hautbarriere, regt ebenfalls die Kollagenproduktion an. Und wird gerade ein bisschen dunkel, weil es schon relativ spät am Abend ist. Oder am Tag eher gesagt. Regt die Kollagenproduktion an, trägt zum Schutz deines hauteigenen Kollagens bei und kann so Falten mildern. Hyaluronsäure brauche ich nicht drüber sprechen, das wissen wir alle. Also wirklich eine spannende Sache. Da freue ich mich, dass ich diese beiden Sachen testen kann und euch auch natürlich wieder darüber berichten werde, was das mit meiner Haut macht und wie ich die Produkte finde. Einige werden sich vielleicht wundern, dass ich hier über das trockene Haut Essentials Kit quasi spreche, weil ich ja eigentlich eher fettige bis Mischhaut habe. Aber dieser Facial Moisturizer ist an sich für alle Hauttypen, der ist auch in dem Mischhaut-Set drin. Und der Booster, da habe ich gedacht, das wäre doch perfekt auszuprobieren, gerade da, wo eben Lach- und Mimikfältchen zu sehen sind. Also insofern eine gute Sache, kann ich auch die Sachen für im Prinzip trockene Haut ausprobieren. Das wollte ich euch noch kurz zeigen, bevor ich loslege und das dann für mich und euch natürlich teste. Ich habe auch freundlicherweise einen Rabattcode für euch bekommen. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und zwar bekommt ihr 10%, soweit ich weiß, auf jede Bestellung, ist allerdings zeitlich begrenzt. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut mal unten in die Infobox. Da steht alles genau erklärt, wie der Rabattcode heißt, was er beinhaltet und wie lange er gültig ist. So, jetzt beende ich aber diesen Vlog und würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ich glaube, den werde ich jetzt gleich, wenn ich mich abschminke, mal testen. Also, bis dann!